erste Folge, Leute, wird einfach der Oberhammer. Das kann ich euch sagen, weil am Ende dieser Folge war einfach nur alles unglaublich. An Animation, an Fighting-Szenen, an... Oh mein Gott, also was war das? Leute, willkommen zu meiner Review zu Fire Force Folge 21. Mit dieser Folge haben wir jetzt eigentlich so gesehen ein paar Informationen dazu bekommen, halt von Giovanni. Und wir haben ein bisschen mehr, ja, den kleinen Minikampf gegen Lisa gesehen. Also da kann ich sagen, da war jetzt ehrlich nicht viel dran. Was man natürlich von der letzten Folge noch weiß, ist, dass Lisa halt eben so gesehen ihre, ja, Flammenkräfte ein bisschen stärker gemacht hat. Durch die Angst, die halt eben Giovanni ihr verbreitet hat. Im Großen und Ganzen hat sie allgemein Angst vor den Flammen, da ihre Eltern ja deswegen verstorben sind und deswegen werden die mal stärker. So habe ich das jetzt hier im Großen irgendwie mitbekommen. Da merkt man auf jeden Fall, dass die halt eben auch Vulkan genauso wie auch Obi gut angreifen kann. Aber durch diese eine Erfindung von Vulkan haben die es einfach hinbekommen, aus diesen Tentakeln da rauszukommen, was eigentlich auch einfach war. Und da kann man eigentlich nur sagen, in diesen ganzen Folgen war das halt so, dass eben Obi nur auf Giovanni losgehen wollte und ihn angreifen wollte, weil er halt gesehen hat, dass eben Lisa von Giovanni benutzt wird. Da ist ja nichts mehr. Er will sie nicht verletzen und so weiter und so fort. Er will einfach nur Giovanni angreifen, aber durch Lisa funktioniert das alles auch nicht und da muss man halt auch sagen, dass halt eben Obi auch wirklich alle an Funktionen benutzt, also alles an Waffen, Axt, Feuerlöscher, er versucht echt alles zu nutzen, aber letztendlich war es auch so, dass eben Obi hier einen Plan hatte, um diese Tentakel, um diese Flammenfähigkeit von Lisa ein bisschen runterzubekommen, allgemein zu verhindern und zu besiegen, indem er halt immer wieder angegriffen worden ist von den Tentakeln, hat er in den Tentakel immer wieder so Löschgranaten reingeworfen und am Ende hat es auch wirklich funktioniert, da ist halt eben Lisa von oben runtergefallen und da war es echt eine verdammt schöne Szene, als dann Vulkan da reinkam und sie natürlich da aufgefangen hat und da gab es halt wirklich so richtig tolle Szenen. Man muss ja natürlich ansehen und sagen, ja, das hat natürlich was mit Romance zu tun im Großen und Ganzen, dass die beiden wirklich da einander was haben. Aber wir müssen hier nochmal klar machen, dass halt eben Giovanni das nicht wirklich zulässt und sie richtig verrückt macht jedes Mal. Also sie will immer wieder zu ihm zurück, weil sie halt eben ihn nicht hintergehen möchte, da halt eben Giovanni ihr geholfen hat. So läuft das halt im Großen und Ganzen in ihrem Kopf ab. Giovanni hat sie dann irgendwie festgenommen mit so einem Draht, was dann irgendwie immer heiß wurde und somit hat man auch gesehen, wie halt eben die Haare von ihr kürzer gemacht worden sind und er hätte ihr fast damit auch den Kopf abhacken können. Also ganz ehrlich, durchschneiden können, ganz einfach. Nur das, was halt eben Giovanni verlangt hat, ist halt einfach, dass Vulkan Obi erschießen soll. Was Obi auch auf jeden Fall zugesagt hat, dass er das tun soll. Und auch wenn es halt eben für Vulkan ein bisschen hart war, hat er es durchgezogen. Und am Ende, zur Sicherheit, hat auch sein Wort gehalten, was halt ziemlich komisch war, hat er halt auch Lisa losgelassen und sie war auch frei. Aber hier muss man sagen, natürlich war es halt eben gespielte Scheiße von den zwei sogar, dass sie halt eben das alles geplant haben. Obi ist dann halt eben auf Angriff gegangen, hat dann einfach mal die Gleise abgerissen und dann hochgeworfen. Also das fand ich schon ziemlich gut gemacht im Großen und Ganzen. Also es war halt schon anzusehen und klar deutlich, dass es halt eben gespielt war, dass halt eben Giovanni drauf reingefallen ist, ist mir schon für mich irgendwie ein Zufall gewesen. Und im Allgemeinen wussten wir das. Im Großen und Ganzen war es dann auf jeden Fall so, dass sie halt über den Adora-Boss gesprochen haben, sowie den Adora-Link. Ich spreche das jetzt mal hier nicht Großen und Ganzen an, weil letztendlich bringt das ja nichts, denn das wird in den nächsten Folgen bestimmt noch weiter thematisiert. Vielleicht auch in der nächsten Folge richtig nochmal deutlich gemacht. Und daraufhin wurde halt nochmal gesagt, das, was eben alles jetzt hier Giovanni erklärt hat, kann natürlich niemand jetzt mit richtig folgen. Und damit meint er eigentlich, dass nur einer das wenigstens folgen könnte, also so das verstehen kann, was er da gesagt hat. Und das ist nämlich hier Shinra. Also man muss hier sagen, das, was dann nämlich in der nächsten Szene mit Shinra war, war einfach nur psychomäßig krank, okay? Im Manga super und im Anime echt gut umgesetzt. Kein Scheiß, mir hat's gefallen. Also da gibt's nichts zu beschweren. Das, was man hier gesehen hat, ich bin zufrieden. Man sah halt direkt in der nächsten Szene halt Shinra, der komplett irgendwie außer Atem war, kaputt war und der sah irgendwelche kranken Scheiße da. Also man muss schon sagen, was man da gesehen hat, war unnormal. Er war auf einmal in einer ganz anderen Welt so drin. Da unten von ihm rauskam dann irgendwie so ein schwarzer, krasser, hörniger Teufel, das ihn irgendwie die ganze Zeit berührt hat. Ich meine, Leute, es sieht geil aus. Ohne Witz. Also, es war eben so eine Art irgendwie Mini-LSD-Trip, aber Leute, ich weiß auch nicht. Der kam wieder zurück und hat dann auf einmal gemerkt, okay, diese Fußspuren, die halt eben nur Shinra sieht, bringen halt ganz einfach zur Show. Zu Giovanni kann man auf jeden Fall nur eins sagen. Dieser Kampf ist im Großen und Ganzen jetzt beendet, denn Giovannis Plan war eigentlich nur, die anderen halt von Shinra abzulenken, sodass er halt eben zur Show gehen kann. Das, was halt eben Giovanni noch am Ende gesagt hat, ist halt eben, dass Lisa jetzt bei dem bleiben kann. Also, ihnen ist das scheißegal, was
was die mit ihm machen. Er hat auf jeden Fall nur gesagt, dass man ihre Gehirnwäsche nicht mehr irgendwie beheben kann oder rückgängig machen kann oder sie heilen kann. Also, was ich natürlich jetzt nicht glaube. Ich denke, das kriegt man auf jeden Fall schon irgendwie zurecht, meiner Meinung nach. Aber mal gucken, was dann so alles in dieser Richtung abgeht. Da, was man auf jeden Fall sagen sollte, ist, wir kommen jetzt mal wieder zu Shinra und verdammt. Shinra war auf einmal ziemlich nett. Also, er kam da an, war nett, hat gesagt, hey, Sho, wie geht's so? Und er hat halt allgemein über seine Mutter geredet. Ne? Er hat ein Versprechen ja gehabt, dass von seiner Mutter, dass er halt auf seinen Bruder aufpasst und so weiter und so fort. Und Sho hat halt eben sehr schlecht über die Mutter gesprochen. Und da hat dann schon Shinra angefangen. 0,02 einfach bei Sho und hat dann einfach so richtig mit einem ernsten Gesicht gesagt, red nicht so über unsere Mutter. Und Digga, also ich fand das auch wieder gut. Der Rest kann man eigentlich nur ganz einfach sagen, was hier abging, war der Kampf. Im Großen und Ganzen abgedrehte Animation, was man hier gehabt hat. Das war alles auf einer Schnelligkeit. Beide konnten hier, ich weiß auch nicht, ne? Wir hatten hier auf jeden Fall nochmal Victor gehabt, der ja auch nochmal dabei war. Und der hat diesen Kampf ja immer wieder zugeschaut. Aber der konnte nichts wirklich erkennen, weil die beiden waren wirklich schnell. Also so richtig schnell. Und was man dann sehen konnte, ist, wie dann halt eben Victor fast von Sho angegriffen worden ist. Das war für ihn wahrscheinlich so ein richtig krasser Moment. Irgendwie ziemlich schlimm. Man muss einfach natürlich sagen, dass dann halt eben Shinra ihn auf jeden Fall beschützt hat. Noch richtig krass schnell. Also wirklich. Und dann erstmal weggeschlagen hat, sodass er weiterkämpfen konnte. Dann kam halt eben nochmal Sho an. Der hat irgendwie seine... Ich weiß auch nicht, was das ist. Und da kann Victor selber nicht sagen. Er versteht es irgendwie gerade gar nicht. Ob das irgendwas mit der Feuerfähigkeit zu tun hat oder allgemein mit der Adora Burst, Adora Link. Weil wir wissen, dass halt eben Sho die Zeit anhalten kann. Und das hat er hier des Öfteren schon gemacht. Und selbst Shinra kommt dagegen auch nicht an. Es ist einfach unnormal schwierig, da irgendetwas zu tun. Also, keine Frage, das geht irgendwie gar nicht. Das klappt nicht. Das funktioniert irgendwie auch nicht. Shinra wird hier immer wieder weggeschlagen, wenn er halt eben die Zeit anhält. Aber dennoch kann man hier sagen, dass Shinra irgendwie schon gut ankommt. Und dieses Gefühl ist irgendwie schon ein bisschen da. Shinra kann irgendwie doch eine Chance haben, weil, wie gesagt, die Schnelligkeit ist schon drin. Nur die Fähigkeit, dass halt eben Sho irgendwie die Zeit anhalten kann oder irgendwie verfickt nochmal schneller ist als Shinra. Ich weiß auch nicht, wie der das irgendwie durchzieht. Das ist eigentlich nur das einzigste Problem. Und da muss man eigentlich nur den Trick herausfinden, wie halt eben Sho das durchzieht. Und sonst ist dann eigentlich alles geritzt. Und das werden wir nächste Woche mit großer Wahrscheinlichkeit erfahren. Nächste Woche geht der Kampf richtig los. Und Digga, das wird unnormal. Ich freue mich drauf. Leute, damit endet auf jeden Fall Folge 21 von Fire Force. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dieser Folge in die Kommentare. Jetzt mal ehrlich, das waren echt gute Animationen. Vor allem die Zeichnung, wie das halt eben so auf diesem Psycho-Ding aussah, wie halt eben Shinra eben komisch drauf war von Anfang an, das war auch ziemlich gut. Also, die Folge hat mir gefallen. Ich fand sogar die Szene ja geil, als dann eben Vulkan Lisa aufgefangen hat. Diese Szene, ich fand es super, wie die Romans darüber gebracht worden ist. Die allgemeine Szene, dass die beiden so fröhlich sind und wie halt eben Lisa angefangen hat zu heulen. Ey, Gott, super. Einfach nur klasse. Was halt auch nochmal ziemlich strange war, als man halt eben gesehen hat, wo halt eben Shinra seine Art Vision hatte, sah man auch noch den Kommandanten der vierten Sondereinheit, der irgendwie verletzt worden ist. Man kennt ja seine Narbe, ihr wisst ja noch. Irgendwie hat das alles eine Verbindung und das hat echt vieles zu bedeuten und er wird es auch noch aufklären müssen, wahrscheinlich. Mit dem werden wir auch noch viel zu tun haben in der nächsten Staffel. Sollte man hier nochmal einen Kopf behalten, ne? Da kann man echt sagen, dass der Arc jetzt erstmal langsam endet. Wir haben nur noch insgesamt 3 Folgen. Mal sehen, wie das dann halt eben weitergeht. Da ist halt eben noch so eine Frage offen. Aber ich bin echt gespannt und ich bin mega im Hype. Deswegen, Leute, wenn euch doch diese Review gefallen hat, dann würde es mich nochmal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal 2 Videos für dich und hier links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.